So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Chef oder Chef, ja, Chef wie Koch, ein Restaurantmanager-Spiel, Tycoon-Spiel. Hier sind meine vier oder fünf Kellner, kann ich gleich nochmal sagen. Nein, ich habe sechs Kellner, okay. Und drei Köche. Dabei bin ich einer von ihnen. Meine Karte habe ich im Gegensatz zu gestern in wie folgt umgestaltet, dass ich jetzt mittlerweile guten Sake, guten Brandy, Rotwein und verschiedene Biere in besserer Qualität anbieten kann. Nicht nur das Billige. Kostet auch ein wenig mehr. Ansonsten haben wir alles andere größtenteils so übernommen, wie es den vorhergehenden Tag lief. Und ja, unser Plan ist mal wieder von den Schulden loszukommen. An den Preisen sonst hatte ich, glaube, nichts geändert. Deshalb die alkoholischen Getränke werden dann wohl in der Spätschicht abends in der Nacht ausgeschenkt. Und deshalb wird sich jetzt tagsüber, glaube ich, nicht so viel tun. Ich habe noch ein paar Bilder an die Wand gehängt. Noch ein bisschen mehr Spielzeug in der Küche hingepackt. Sprich, eine weitere Werkbank, dann diesen Mixer und ich glaube, wie heißt's denn, Discher? Ein Geschirrspüler. Ja, Kühlschrank, weiß nicht, ob ich bald vielleicht mal einen zweiten Kühlschrank brauche. Wobei am Kühlschrank hatte ich jetzt noch nie Gedrängel gehabt. Und daher, ja, lassen wir das erstmal so. Wir sind ja auch nur drei Köche. Ich hoffe nur, meine Kellner kommen jetzt hinterher. Ach ja, die habe ich auch verbessert, beziehungsweise die bisschen schwächeren Kellner rausgenommen und meiner Meinung nach stärkere, beziehungsweise schnellere Kellner eingestellt, kosten aber dann auch wieder ein bisschen mehr. So, mir gefällt, dass mein Laden immer schön voll ist. Hier könnte ich vielleicht noch ein paar Tische reinquetschen. Hier wird's wohl eng. Außer wenn das so ein Zweiertisch für längs vielleicht ist, aber ein bisschen Platz sollen die Leute ja dann doch haben. So, gleich haben wir die 3.000 € Grenze geknackt. So, damit ist es geschafft. Jetzt nur noch ordentlich Geld verdienen, dass wir den Nachtwechsel dann überstehen und nicht wieder in Bredouille kommen oder gar Game Over gehen. Ja, mehr kann ich jetzt gerade nicht erzählen. Ich kann mal ein bisschen reinzoomen. Wie sieht es in der Küche aus? So geht das so. Wenn ich ein bisschen drehe, müsste ich doch die Wand. Ja. So, jetzt kann man in die Küche reinschauen und gleichzeitig den Leuten beim Essen. Moment. Das müsste doch dann auch von der Seite gehen. So. Oh Gott, die Kellner stehen sich echt auf den Füßen im Moment.
Mittagsandrang ist wohl vorbei. Ne, von hier ist es irgendwie blöd zum Schauen. So, was sagen die Leute denn jetzt eigentlich über das Ambiente? Okay, so. Atmosphäre gefällt denen überhaupt nicht mehr. Gott, warum? Habe ich zu viele hässliche Bilder an die Wand gehängt? Das ist jetzt schade. Das sollte jetzt der neue Stil von unserem Restaurant werden. Ah, so lange wie es Essen schmeckt. Nicht rummeckern. Bitte, bitte, bitte. So, neue Reviews. Atmosphäre. Oh, scheiße. About this place is terrible. Oh Gott, und hier auch nochmal. Oh, verdammt, was? Ich dachte, ich pflastere die Wände voll hier mit irgendwelchen Bildern und schon sind die Leute zufrieden? Ja, falsch gedacht. Ja, essen noch ein paar. Zwei Stück. Es werden trotzdem noch 10 Leute angezeigt. Die müssen wohl meine Angestellten mitzählen. So, die gehen jetzt auch. Kommt es jetzt zur Abendschicht? So, Leute, 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 ran hier. Ich werde mal schauen. Workers. Tourists. Social Media. Flowcaller. Tausend. Verdammt. Okay, das kostet richtig. Flyers. Probieren wir mal so, vielleicht kommen so ein paar mehr zahlungsbereite Leute zu uns. Muss ich das Ende der Woche bezahlen? Okay. Wobei, wenn das Ende der Woche ist, Moment. Zahlen wir hier mal ein bisschen mehr für die Reinigung. So, jetzt drehen wir das Tempo hoch. Immer noch 2000 Miese. Der Laden muss jetzt voll werden. So, und ich hoffe, die trinken die teuren Sachen jetzt. Komm, der Laden kann voll werden. Reviews. Okay, der war mal wieder voll zufrieden. Okay, nur für Familien ist das wohl nicht ganz so interessant. Die Bilder von Rubens und was ich da so an der Wand hängen habe. Die
Abendgästen, denen scheint es zu gefallen, wenn hier so eine nackte Dame an der Wand hängt, so lasziv liegend. Oder die Venus von Milo? Keine Ahnung. Die halt in der Muschel. Die Muschel-Venus. So, oh Gott. Oh, das wird ja richtig voll. Okay, abends top. Der Laden brummt. So, nochmal kurz Reviews, die neuesten. Essen nicht so gut. Service, ja, ganz okay. Okay, damit fangen wir, glaube ich, die schlechte Ambiente-Werbung. Wertung von Mittag wieder ein bisschen. Ich schau mal kurz. Wir hatten neue Tische. Das sind aber auch alles nur vier Sitzer. Teppiche. Fette Karte. Für 120. Eine hierhin. Und eine hierhin. So. Gut, jetzt aber kein Geld weiter ausgeben. Jetzt müssen wir an Geld kommen. So, an den Wänden ist nicht mehr viel Platz. Vielleicht mache ich noch was mit Teppichen, mal sehen. Ich bräuchte irgendwie noch so eine Theke für die ganzen Kellner, die rumwuseln. So ein Wartebereich. So einen vernünftigen. Nicht, dass die immer alle gleichzeitig an der Tür stehen. So, Tische bitte abräumen. Was steht denn hier? Weinflaschen. Sehr gut. Was sind das? Brandygläser eventuell? So. Neue Reviews. Okay, mit dem Preis sind es nicht mehr ganz. Wobei, hier ist der Preis wieder gut. Atmosphäre ist auf jeden Fall super abends. So, 22 Uhr, kommt. Hier können noch ein paar Leute ruhig kommen. Jawohl. Und die nächsten. Und die nächsten. Jawohl. Läuft. Uiuiui. Hölle. Okay, jetzt kommt nochmal ein richtiger Schwung. Kommt das jetzt von der Werbung, die ich mache? Die Flyers? Touristenwerbung? Ich weiß nicht. Das wäre ja klasse. So. Okay, jetzt werden die Leute doch wieder weniger. 47. 42. Dit. 1200 Miese. Ich lass mal langsamer laufen. Ich will nicht diese Folge wieder so arg überziehen. Ende des Tages wollte ich dann einfach speichern. Oder hängen wir noch einen Tag dran? Komm, wir hängen noch einen Tag dran. Da können wir jetzt noch mal ein bisschen schneller laufen lassen.
Okay, wir sind unter 1000 Euro miese. Hier noch 6 Leute. 18 werden angezeigt. Das müssen meine Angestellten sein, die da mit reinzählen. Okay, die sind alle voll zufrieden, wollen bezahlen. So, Tag endet und bitte nicht Game Over. Was, hier kommen noch welche? Oha. Machen wir heute Überstunden oder wie? Wow. Okay. Atmosphäre, top. Ambiente ist wieder voll. Okay, läuft. Wie lange geht denn da jetzt noch diese Schicht hier? Wenn Leute erst 0 Uhr kommen, aber jetzt kommt doch keine weiter. Okay, für 4 Leute habe ich echt zu viele Angestellte im Moment. Wenn ich die wirklich nur wochenweise bezahle. Trotzdem ist das ein bisschen scheiße. Okay. Die essen sogar was. Die essen tatsächlich was mitten in der Nacht. Weinflasche steht da. Okay, jetzt gehen sie. So. Ende vom Tag. Letzte Woche. Balance. Einnahmen. Wieso ist das immer die ganze Woche? So, scheiße, jetzt haben wir mal richtig miese. Kurzpause. Wir haben wieder neue Kochpunkte. Pasta. Marinade. Erhöht die Qualität. Desserts. Geht schneller. Soll ich mich auf Desserts spezialisieren? Geht schneller mal ein Punkt. Temperaturcheck. Cooking Time. 5% geht schneller. Machen wir das noch. Roasted Meat Quality. Grill Overdrive. So. Gut. Kochpunkte schon mal ausgegeben. Ingredienzien. Da wollte ich auf jeden Fall noch den Rum und den Weißwein holen. Teure Getränke brauche ich glaube noch nicht. Ich werde mal
Besseres Beef. Besseres Bacon. Brot. Potato, denke ich mal. So. Lassen wir das. Oh, und ich beende erstmal diese Folge. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.